Binguni ye tu amina, Baba ye tu li, Mingina la kueli tu kuzwe. Die Revoluza Jam steht für Frieden und die Schönheit der kulturellen Vielfalt. Bieten wir einen musikalisch-künstlerischen Raum, wo Menschen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Altersgruppen mit verschiedenen Hintergründen und musikalischen Vorkenntnissen sich begegnen können und eben gemeinsam auf ein großes Ziel hinzuarbeiten. Und das sind meistens eben große Konzerte. Revoluza Jam läuft immer in Projektphasen ab. Dieses Jahr haben wir ein Jahr geprobt, immer an einem Sonntag, alle 4 bis 6 Wochen. Zusätzlich hatten wir 2 Probenwochenenden und diese Proben sind eben sehr intensiv, da man eine lange Zeit miteinander verbringt. Man setzt sich eben mit der Musik auseinander, aber auch mit den Stücken inhaltlich und dazwischen sind Räume, wo man sich menschlich begegnen kann und sich kennenlernen. Wir gelten hier als Fremde, alles anders, Religion, Kultur und die Menschen. Doch das war die Hoffnung, da ist alles anders. Wir brauchten Helfer, wir brauchten einen Kompass. Man hat uns gefunden, auf einen Weg gebracht. Jetzt bin ich hier, die Flucht ist geschafft. Und ich sage lieber, ich sterbe in alles zurück. Bin du etwas anders, ich bin nicht verrückt. Bei dem Projekt ist unter anderem das Bandcoaching. Ich habe die Band zusammengestellt aus verschiedenen Schülern von Schulen in Osnabrück. Wir haben uns einmal die Woche getroffen und zusammen die Songs parallel zum Chor arrangiert und einstudiert. Dann wurden wir noch begleitet von einem Jugend- und Kinderorchester und einigen sehr, sehr guten Solisten, sehr professionellen Solisten, die teilweise auch Superstars aus in ihren Kulturen sind. Einige Lieder ganz besonders, weil so unruhige Zeiten sind in der Welt. Und ich finde, wir dürfen alle zusammen ein Zeichen setzen. Und zwar für den Frieden und für das Miteinander. Und zwar für das friedliche Miteinander. Durch Lieder, durch Gesang, durch internationale Friedenslieder können wir das schaffen. Ich heiße Mazin Ibrahim und ich komme aus dem Sudan. Wir haben verschiedene Singen. Lieder sind herausfordernd in den verschiedenen Sprachen, aber wir haben auch ganz viel Spaß dabei. Zum Beispiel, wir haben jetzt arabische Lieder und Spanisch und Französisch und Deutsch auch. Oder Englisch. Und ich finde das gut, wenn man also viele Leute kennengelernt und viele Kulturen wir haben getroffen und so. Das finde ich sehr gut. Und ich finde super, dass es zu einer Zeit ist, jetzt, wo wir es auch tatsächlich brauchen. Also das ist also hochaktuell.
Musik.